Ne? So. Und dieser sogenannte Butt-Switch ist dann quasi so ein Block-Updater. Wie das genau funktioniert, das ist die Mechanik von diesen Pisten. Das ist in Minecraft verankert. Frag mich nicht genau, wie das funktioniert, aber es ist auf jeden Fall so, dass... warum habe ich einen Werfer eingesteckt? Hä? Das muss mal jemand verstehen. So, warte mal. Das ist doof. Ja, wobei, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Pisten mache ich jetzt erstmal. So, so, glaube ich, ne? Und so, und da ein Redstone und da das, ja. 1, 2, 3, 4, 5 brauche ich erstmal. Verdammt. Das ist ein bisschen doof. Bisschen doof. Ja, weil sonst kriege ich den Dings nicht abgebaut. Und das, der muss abgebaut werden. Okay, dann gut, dann bauen wir das nochmal um. Bauen wir das nämlich an die Seite. So, okay. Das heißt dann hier... ja. Der Butt-Switch kommt dann hier hin. Also hier ein Sticky-Piston. Na. Dann ein Redstone-Block. Dann... Warum es hier anders sieht. So. Drei Stück dahin. Da noch was. Reicht es? Nee, reicht nicht. So. So. Hier einen Piston hin. Dann Redstone, Redstone. Redstone, Redstone. Und nochmal Redstone. So. Und sobald jetzt der Block hier. So, Achtung. Habt ihr gesehen? So, der Piston fährt aus und fährt wieder rein. So, jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir haben jetzt hier... Ach, Zitter. Komm her. Wir haben jetzt hier die Steine hier. Und ich brauche noch einen Piston mehr, aber egal. So, setzen die dann dahin. So. Machen wir noch einen Piston. 1, 2, 1, 2. Und dann noch hier, zack. Peng. Falsch. Knall. Alter, was für Sprüche. So. Zack. Bom, 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 bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Na, kriegen wir das noch hin? Nee, das ist doof. So wollte ich es. Genau. So brauche ich es. So, Redstone. Zack, 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 zack. Na. So. Und sobald jetzt hier der eine... Das eine Zuckerrohr wächst. gehen alle Pisten raus. Und schmeißen das Zeug erstmal weg. Cool, ne? Ja. So, jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Ja, genau. So. Na? So, dann machen wir das nämlich so, dass wir hier. Wie weit geht das noch? Okay, das geht noch eins weiter. Ja, das macht ja nichts. Hier Pisten. Pisten sage ich schon. Da muss eine Kiste hin. Hm. Habe ich noch genug Holz? Ja. So, eine Kiste. Die kommt jetzt erst einmal. Na? So, dahin. Ja, da machen wir aber noch ein bisschen was drunter. Das da. Zum Beispiel. So, komm. Na, so, danke. Ach, so. Ich blockiere jetzt erstmal hier alles. So, das dahin, das dahin, das dahin. So, dann machen wir hier die Kiste hin. Dann hier, ja, toll. Das. Hallo? Ich will keine Karotte dahin haben. Oh, okay. Ja, ist klar. Das Zeug wird jetzt. Das Zeug baut sich erstmal ab, weil hier kein Wasser ist. Ist klar. So, okay. Dann hier Wasser. Und da der Hopper. Hier Wasser, sage ich. Hier ein Sandstein. Sand. Block. Mann, Mann, Mann. Junge, Junge, Junge. So. Ein Schild bräuchte ich noch, um das ein bisschen aufzuhalten. Das wäre nicht verkehrt. So, einmal ein Steak. Ein Schild.
Okay, es waren drei draus, aber ist auch egal. So, zack. Okay, fertig. Kiste kriege ich noch auf. Okay, passt, wunderbar. So, dann machen wir die erstmal dahin. So, und das da rein. So, nee, warte mal. Ich möchte gerade mal noch austesten, ob das jetzt auch so funktioniert. Klar, warte. So. Es geht ja nur, wenn dieser Block hier geupdatet wird. So. Das ist wirklich doof. Aber hier ist auf jeden Fall einer reingefallen. Warte mal, warte mal. Wie kriegen wir das sonst noch hin? Am besten mit Glas. Glas sieht gut aus. Hoffe ich doch. Ja. Wo war ich denn eigentlich vorhin stehen geblieben? Ich glaube bei der Entstehung vom Universum, ne? Und so. Habe ich hier Glas? Ich glaube nicht, ne? Aber wir haben hier Sand, wir haben hier einen Ofen, aber keine Kohle. Ach komm. Machen wir es einfach mal so. Ja. Die Entstehung vom Universum, also die ist wirklich schon interessant. Definitiv. Ich meine, ich habe es nicht wirklich kapiert. Wann, wenn man sich sowas vorstellt, da ist nichts. Das geht nicht. Also ich kriege das nicht hin. Genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie zig Millionen Jahre oder sowas gedauert hat, bis sich da irgendwas entwickelt hat. Kriege ich nicht hin. Das ist mir einfach zu hoch. Aber trotzdem ist es wirklich verdammt interessant. So. Ja, Zaun, nee. Zaun, nee, will ich nicht nehmen. So, ein bisschen Sandstein noch. Sollte ich noch ein bisschen Sandstein nehmen? Ja, ich nehme noch ein bisschen Sandstein mit. So, was hat der Ofen? Drei Stück. Vier. Ja. Es dauert jetzt ein bisschen. Bis der da fertig ist. Fünf. Sechs Stück brauche ich. Ne, sieben. Sechs. Fünf. Keine Ahnung. Naja. Nee, aber das ist halt so eine Sache. Man kann sich das nicht richtig vorstellen. Oh. Das hat gerade mal für sechs Stück gereicht. Ja, super. Naja, egal. Man kann sich das nicht wirklich vorstellen. Versucht sie doch mal irgendwie eine komplette Leere vorzustellen. Das geht nicht. Also ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. So. Machen wir hier erstmal. So. Dann. Ups. Ja, okay. Dann hier erstmal dahin. Mal gucken, ob das so klappt. So, und? Ah, bleibt immer noch so viel liegen. Ist doch doof. Wie viel ist da jetzt reingekommen? Nichts. Super. Hey, da geht gar nichts rein. Das ist doch nicht normal, oder? Doof. Echt doof. Nee, da kann ich auch keinen Wasserfluss hinmachen. Wie kriegen wir denn sonst hin? Hat jemand von euch vielleicht eine Idee? Aber wenn ich das so zumache, dann passiert da wahrscheinlich auch nichts. Nee. Ist doch genial, oder? So, wie viel ist jetzt reingekommen? Drei Stück. Also ab und zu klappt's. Ja. Zwei von sechs. Ist besser als Lotto, hä? Naja, okay. Aber auf jeden Fall wollte ich den Buttswitch da benutzen. Und das haben wir ja jetzt auch gemacht. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir das noch irgendwie verbessern können. Aber ich glaube, da muss ich mir mal Off-Cam Gedanken drüber machen. Und vor allen Dingen auch wegen dem Gebäude hier, was wir da mal machen. So, ich würde sagen, hier auf jeden Fall. Und, warte mal, das sind drei. Hier sind es auch drei, Gott. So, hier müssen wir auch noch... Ach, schon wieder pennen gehen hier. So, nicht normal. So, weg. So. Nee, also bei mir geht es absolut nicht in den Kopf rein. Ich weiß auch nicht warum. Also jetzt hier so irgendwas vorstellen. 1 Million Euro kann ich mir auch nicht vorstellen. Da fängt es ja schon mal an. Und ich meine,
Hallo? Ich meine, wie will man sich denn einen Zeitraum von Jahrmilliarden vorstellen? Das geht ja gar nicht. Naja. Apropos Vorstellung, jetzt mal ganz was anderes, ne? iPhone 6, habt ihr bestimmt gehört, ne? Ist ja jetzt auch rausgekommen. Was stellt denn sich eigentlich Apple vor? Wegen den Preisen. Hä? Also ich find's echt krass. Die Preise von Apple, wie krass hoch die sind. Echt der Hammer. Ich meine, ich habe es mir mal ein bisschen aufgeschrieben, ne? So. Das iPhone 6. Ja, es gibt ja das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus. Ich glaube, das ist einfach nur die S-Variante von früher. So, da erstmal. Oh, okay. Da muss ich einen weiter rausgehen. Ja, hab mir das nochmal aufgeschrieben, was die kosten. Alter, ist echt der Hammer. Ich meine, wenn man für normales iPhone, also hier das iPhone 6, wenn man da, wie viel waren es, 700 Euro zahlt. Also der ist in meiner Ansicht nach, meiner Meinung nach, der hat einen Sorgenschuss, ganz ehrlich. Der hat echt nicht mehr, der hat den Schuss nicht gehört. Der hat den Schuss nicht gehört. Also, bitte, wer... ich weiß, es gibt genug Leute, die sich ein iPhone 6 kaufen werden. Oder schon gekauft haben oder sonst irgendwas. Ich definitiv nicht. Ich habe immer noch ein 4S. Klar, ich habe auch ein iPhone, ja, aber ich habe es mir auch nicht neu gekauft. Ich habe es gebraucht gekauft. So. Ah, mir geht der Sandstrahl außen aus. Aber ich glaube, ich habe noch genug im Dorf. Ich habe auch ein 4S, ja. Aber ich habe es, ehrlich, ich habe es mir gebraucht gekauft. Das war mir einfach zu teuer, wenn ich mir das neu gekauft hätte. Das wäre mir echt zu teuer gewesen. Und ich werde mir auch kein 6er holen. Definitiv nicht. So. Haben wir da noch? Ja. Ja. Gut. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Vor allen Dingen, ich habe... Warte mal, wo habe ich denn das? Hier, da habe ich doch... Na? Kommst du? Ja. 9Gag kennt ihr ja bestimmt. Ne? Wer es nicht kennt, einfach mal gucken. Im Internet googeln 9Gag. Also es ist wirklich eine sehr, sehr lustige Seite ab und zu mal. Und die haben eben auch einen Vergleich gezogen zwischen dem iPhone und dem Nexus... Was war das? Nexus 4, genau. Also hier habe ich das Bild auf jeden Fall mal gesehen. Und ich finde es echt zum Totlachen. Es ist wirklich lustig. Vor allen Dingen, die Rivalität zwischen Android-Usern und iPhone-Usern, die ist ja bekannt, ne? Muss mir ja nichts sagen. So. Und ja, da ist dann jemand hingegangen und hat dann gesagt, ja, hier, iPhone-User, also... Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber das iPhone 6 hat im Prinzip die gleichen Funktionen wie das Nexus 4, was schon 2012 rausgekommen ist. Ne? Zum Beispiel 4,7 Zoll Screen. Also das ist jetzt nur das normale iPhone. Ne? Nicht das iPhone Plus, sondern das iPhone 6. Wie gesagt, es gibt ja das iPhone Plus, das iPhone 6 Plus und das iPhone 6. So. Dann hat es... lass mich doch mal gucken. Das iPhone 6 hat 750p Resolution. Also Auflösung. Und das Nexus 4 hatte schon 760. So, dann gibt es NFC Payments. NFC ist so ein Computerchip, mit dem man dann irgendwo bezahlen kann. Legt man einfach das Handy drauf. Und dann kannst du damit bezahlen. Ob das so sicher ist, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich das dann irgendwann nutzen werde. Wenn es dann... irgendwie... Nee, Quatsch, das mache ich jetzt nicht. Wenn es denn irgendwann wirklich zum Standard wird. Ja, siehst du, nee, das ist nichts. Das ist... Warum? Ich muss mir da echt noch was einfallen lassen. Naja, so, komm mal her. So, das tue ich jetzt auch erstmal da rein. Wenn es irgendwann zum Standard werden sollte, ich weiß nicht, ob ich es nutzen werde. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Also ich mache jetzt schon gern Internetbanking und sowas, aber ob ich das nutzen werde, wirklich, keine Ahnung. Naja.